Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es darum, und zwar, ich wollte euch heute mal meinen Nadelmodellagetisch zeigen und die Sachen, die ich so zu meiner Nadelmodellage verwende. Und ich würde sagen, starten wir doch mal und ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Hallo, meine Lieben. Im Hintergrund seht ihr schon meinen Nagelmodellagetisch. Ich zeige ihn euch kurz mal. Da ist er. Und jetzt zeige ich euch mal die Sachen. Wir starten mal mit dem Tisch. Ihr seht, hier ist mein Nagelmodellagetisch. Und ja, also das ist ein ganz normaler Schreibtisch. So sieht er aus, mit einem Stuhl in Weiß. Den habe ich umfunktioniert zu meinem Nagelmodellagetisch. Und ich habe hier drauf einfach ein Papier hingemacht, ein Geschenkpapier. Erstens mal fand ich, dass es toll aussieht, dass es nicht so weiß ist. Und zweitens, dass eben auch die Tischplatte geschützt ist. Von zum Beispiel, wenn Gel runtertröpfelt oder zum Beispiel Kleber. Wenn da was passieren sollte, so kann ich dieses Geschenkpapier einfach wegmachen, wegschmeißen und ein neues drauf machen. Und ich fand es richtig toll mit den Blümchen drauf. Es ist mal was anderes. Ich zeige es euch gerade mal. So sieht es aus. Und ja, ich zeige euch jetzt mal die Sachen, die ich so habe. Wir fangen mal hier auf der rechten Seite an. Also hier liegen meine Feilen, Buffer und so weiter. Hier habe ich verschiedene Feilen und auch da so eine rosafarbige, das ist so ein Buffer. Und dann habe ich noch so einen Bufferblock. Dann habe ich hier meinen Fräser. Der ist jetzt ja, kein professioneller Fräser. Es war auch ein günstiger, der war nicht so teuer. Aber wie gesagt, für den Hausgebrauch, für mich alleine tut's das. Ich mache ja nur bei mir selbst die Nägel. Und ja, ich denke mal, für mich reicht das. Und dann geht's auch weiter. Hier habe ich dann so verschiedene Aufsätze für diesen Fräser. So sieht es aus. Also die sind gar nicht schlecht. Dann habe ich hier meine Lampe in Pink. Ich habe mir extra eine pinke Lampe ausgesucht, weil ich die richtig schön finde. Weiß und Pink, die Kombination finde ich einfach toll. Dann habe ich hier auch in Pink ein kleines Nagelbürstchen. Dann habe ich hier noch so einen Staubpinsel. So sieht der aus. Genau, auch in Pink Glitzer. Und da ist so ein Blümchen drauf mit ein paar Glitzersteinchen. Und der Pinsel selber ist hier so weiß mit rosa oben. Also der ist richtig toll und richtig weich. Also ein richtig toller Staubpinsel. Ja, dann habe ich hier verschiedene Gele, zum Beispiel Fiberglas, also Fiberglasgel. Dann habe ich hier ein Make-up-Gel. Dann habe ich hier auch nochmal ein Make-up-Gel. Dann hier ein Farbgel. Dann hier auch verschiedene Farbgele. Dann hier ein All-in-One-Gel, so ein Phasengel habe ich hier. Dann hier ein Versiegelungsgel, ein Glanzgel. Dann hinten auch verschiedene Farben, ganz verschiedene Farben da hinten. Dann habe ich hier so ein Glas, so ein kleines Gläschen hier. Normalerweise ist es so ein Teelichtglas. Das habe ich mal bei IKEA gekauft. Und dies benutze ich, wenn ich die Water-Tattoos mir hinmache auf die Nägel. Dann muss man ja da Wasser reingeben und die Tattoos muss man ja dann ein paar Sekunden im Wasser drin lassen, damit sich die Folie ablöst, dass man die schön auf die Nägel tun kann. Ja, und dieses Gläschen ist so geschickt gewesen. Das benutze ich, wie gesagt, dafür. Das finde ich richtig toll.
Und dann geht es weiter. Dann habe ich hier von Jollyfin. Das ist ein Nagelkleber. Dann geht es hier weiter. Dann habe ich nochmal einen Nagelkleber von Kiss. Aber der ist auch richtig gut. Dann habe ich hier noch von Jollyfin einen Primer. Dann habe ich hier noch einen Nagellackentferner. Das ist von Essence, habe ich da einen. Dann habe ich hier einen Pinselreiniger von Milano Nails. Dann geht es weiter, einen Cleaner habe ich da von Jollyfin. Und dann habe ich hier noch einen Knipser. So sieht er aus. Den habe ich mir mal auf Mallorca gekauft. Ja, und dann habe ich hier so verschiedene Rosenholzstäbchen, damit man auch ja, die Nagelhaut wegmachen kann. Aber ich benutze es jetzt eher, dass ich so das Gel aus den Rändern wischen kann. Da hinten habe ich dann noch, wie gesagt, da hinten habe ich noch mal einen, das ist ein, den Sticky Ultrabond Primer. Dann habe ich hier einen Stamping Lack in Neon Violett. Und dann habe ich hier einen Base Coat. Und das ist ein Rubber System, das heißt auf Kautschuk-Basis. Der ist richtig toll, Leute. Der ist richtig toll. Ich bin richtig zufrieden. Das ist ein Soak Off Gel. Es steht auch hier, wenn ihr sehen könnt. Ein Soak Off Base Coat Rubber System. Das gleiche habe ich noch in also Top Coat, auch Rubber System, also mit Kautschuk. Auch ein Soak Off. Das ist dieses hier. Sehr gut und die Nägel glänzen, wenn man die versiegelt mit diesem. Wunderbar. Also ich bin richtig begeistert. Das ist so in einem Pinselfläschchen drin. Also finde ich richtig, richtig toll. Dann habe ich hier in so einem kleinen Blumentöpfchen von Ikea, das seht ihr schon, da ist das Blumentöpfchen von Ikea. Hier habe ich ja meine verschiedene Modellagepinsel drin. Das ist zum Beispiel jetzt so marmoriert in lilafarbig. Und verschiedene Größen von den Pinseln. Dann habe ich hier noch einen pinkfarbigen Cutter. Ein Nagelcutter in Pink. Dann habe ich hier noch von Essence. Ja, das ist so ein Nail Polish Corrector. Das ist, wenn man zum Beispiel den Stamping Lack aufträgt. Und der Stamping Lack kommt ein bisschen an die Nagelhaut. Dann kann man das mit diesem da entfernen. So sieht es aus. Ich zeige es euch mal. Und das ist gerade so praktisch in diesem IKEA-Töpfchen drinnen. Dann rechts nebendran habe ich nochmal so ein IKEA-Töpfchen. Ich mache mal kurz den Pinsel kurz weg, dass man es besser sehen kann. Und zwar, hier seht ihr das IKEA-Töpfchen und da habe ich dann verschiedene Pinsel drin. Ich zeige euch mal einen Pinsel zum Beispiel. Das ist zum Beispiel dieser hier für die Modellage. Der hat so schöne Perlen drin, so blaue Perlen. So. Oder ich habe zum Beispiel hier einen goldfarbigen da, genau, verschiedene. Und dann nochmal so ein Pinsel, auch mit so Perlen drin, oder einen roten. Also wie gesagt, hier sind meine verschiedenen, meine Modellagepinsel drin. Ja, die Lampe habt ihr ja gerade eben schon gesehen, genau. Und dann schwenke ich mal rüber auf die linke Seite. Und hier habe ich meine UV-Lampe. Jetzt zeige ich es euch mal, da blendet das Licht ein bisschen. Diese habe ich diese ist von Jollyfin. So sieht es aus, meine UV-Lampe. Dann hinter meiner UV-Lampe habe ich nochmal so ein kleines Körbchen. Das habe ich mal, ich glaube, das habe ich mal bei Teddy gekauft, das Körbchen. Das fand ich ganz geschickt. Und da drin befinden sich, wie gesagt, auch nochmal Nagelfeilen. Diese Nagelfeilen habe ich kürzlich erst bestellt. Das sind die Etz Flow Feilen White Tiger. Die sind sehr gut, muss ich sagen. Ich bin richtig begeistert. Und die Etz Flow Marke, die kommt ja aus Amerika. Und ich habe mir da eine Packung mit 5 Stück bestellt.
Also da sind jetzt vier, weil eine liegt hier, eine liegt hier. Die bin mit der arbeite ich gerade. Die ist schon benutzt, diese hier. Und diese hier sind noch nicht benutzt, die sind noch nagelneu. Dann habe ich hier auch noch so verschiedene Pinsel drin liegen, auch für One-Stroke-Pinsel. Das ist zum Beispiel so einer. Das ist dieser hier, einer ganz tollen Farbe und mit so Glitzersteinen drin. Oder zum Beispiel dieser goldfarbige Pinsel hier. Ja, hier habe ich, wie gesagt, so meine Pinsel drin in dem schönen Körbchen von Teddy. Das ist so grau, das Körbchen, so ein geflochtenes Körbchen. Und dann schwenke ich mal weiter. Hier geht's weiter, und zwar hier, seht ihr das? Hier habe ich meinen Nail Trainer in Lila. Die Farbe fand ich so toll, Leute, die habe ich mir dann gleich bestellt. Und so sieht es aus. Der Nail Trainer, der hat hier schon Fingernägel. Da kann man also alles Mögliche damit machen. Da kann man auch Stamping üben oder auch, wenn man mit Folie arbeitet, mit Transferfolie. Und diese Fingernägel, diese kann man auch hier abmachen. Wenn man da zum Beispiel mit dem was modelliert hat, kann man die abmachen und kann die auch wieder ersetzen. Dann nimmt man einfach einen Ersatznagel, steckt den einfach wieder hier so drauf, knipst den praktisch wieder so an den Finger, und die Kuppen sind wirklich so wie eine Menschenhand, muss ich sagen. Jede Fingerkuppe lässt sich hier so verbiegen, damit man richtig gut arbeiten kann. Man kann also hier so richtig gut festhalten und richtig gut die Nagelmodellage üben. Ich finde diesen Nail Trainer einfach toll. Er ist wirklich gut, auch wenn man zum Beispiel jetzt kein Modell haben sollte, wo man dran üben kann. Kann man das hier machen an diesem Nail Trainer. Also ich kann ihn nur jedem empfehlen, der zum Beispiel jetzt üben möchte, wie man so Nagelmodellage macht, oder auch für die Leute, die eine Ausbildung machen wollen zur Nageldesignerin. Da kann man auch ganz toll üben mit diesem Nail Trainer. Und die Nägel sind einfach toll, da kann man wirklich alles machen. Die lassen sich ersetzen, und die Kuppen, also ihr seht es ja, richtig toll. Jetzt zeige ich euch mal von Weitem mal nochmal meinen Nagelmodellage-Tisch. Da hinten die Lampe, da meine Produkte und hier natürlich auch mein Stuhl. Der ist in Weiß. Ich habe mir nur so ein Kissen drauf gemacht, dass ich es ein bisschen weicher habe und ein bisschen höher sitze. So, und dieser Tisch, der hat auch hier drei Schubladen. Oben ist so ein offenes Fach, da habe ich zum Beispiel so eine Zewa-Rolle, die mache ich mir mal hin, wenn ich da an meinen Nägeln rumhantiere. Dann habe ich hier noch drin so Jollyfin Hygieneeinleger für meine UV-Lampe. Die tue ich dann rein, dass das Gel nicht direkt auf die UV-Lampe tropft, damit da die UV-Lampe drin, ihr seht ja, da ist gerade so ein Einleger drin, damit da eben das Gel nicht runtertröpfelt. Und dann gehen wir mal schon eine Stufe weiter. Da ist die erste Schublade, die mache ich jetzt gerade mal auf für euch. Genau. So, jetzt habe ich die offen, und hier befindet sich zum Beispiel, hier habe ich meine so Nail Wipes drin, das sind diese hier. Da entferne ich zum Beispiel die Schwitzschicht mit dem Cleaner. Das sind diese hier. Also die finde ich richtig, richtig toll. Ich finde die also echt gut. Nail Wipes. Dann geht's weiter. Dann habe ich hier noch so Pinsel. Die sind von Jollyfin. Dann habe ich hier noch künstliche Nägel da. Das sind Ballerina Nails in Ballerina Form. Die habe ich jetzt erst kürzlich gekauft und bekommen. Die sind noch ganz original verpackt in so einer Folie drin.
Genau, dann habe ich hier so ein Farbrondell, wo man eben so, die Farbgele austesten kann. Dann habe ich hier nochmal Nägel. Das sind Stiletto-Tipps, habe ich da. Stiletto-Tipps in der Folie. Dann habe ich hier ganz normale Naturnails in Naturfarbe. Und dann die anderen da, die sind durchsichtig, wie zum Beispiel, die sind so transparent. Und diese sind Naturfarben, diese Ballerina-Nails, und die normalen sind auch naturfarbig. Und dann habe ich hier noch welche, diese sind von Jollyfin. Diese sind auch sind ganz normale, so transparente. Hier sieht man es auch, da habe ich noch die Verpackung. Jollyfin 100 Tipps, Größe 1 bis 10 in transparent. Und dann habe ich hier nochmal ein kleines so Plastikteil, wo die Nägel drin sind, ganz normale Nägel. Das ist auch in transparent, weil ich mag die transparenten Nägel ja lieber, weil man da den Übergang nicht so stark befeilen muss wie bei den Naturnägeln. Dann habe ich hier noch so einen Handschuh, wenn ich da bei der Modellage meine Nägel modelliere. Dann habe ich hier so ein kleines Fotoalbum. Da wollte ich meine Nailsticker reinmachen, bin jetzt allerdings noch nicht dazu gekommen. Das habe ich mal bei DM gekauft. Genau. So, das war jetzt alles die Sachen in dieser ersten Schublade. Dann geht es weiter mit der zweiten Schublade. Die ziehe ich mal auf. Und hier befinden sich also verschiedene Gele drin. Hier habe ich so Glitter drin. Verschiedene Farben. Schaut mal, wie tolle Farben das sind. Da ist so eine Gold, dann so ein kräftiges Pink, Pink, Blau, dann ist so ein Rot, Orange, Blau, so ein Rot-Rosa, Silber, dann Silber, genau, Weiß und so weiter. Ihr seht, hier habe ich so Glitzer drin, genau, verschiedene Farben. Dann habe ich hier von Jollyfin ein Einphasengel. Dann habe ich hier noch ein Farbgel. Ne, das ist ein French White. Moment, das ist ein French Gel, genau. Hier kommt das Farbgel. Das ist das Farbgel Spring Lilac. Und dann habe ich hier nochmal ein Soak Off Gel. Das ist ein, so in Nude-farbig ist das. Das habe ich da von Born Pretty. Dann habe ich noch hier auch nochmal ein Soak Off Gel in Glitzer. Also diese beiden, die gehören zusammen. Da ist das eine Nude und dann kann man auch auf denselben Nagel noch drüber das Glitzer machen. Oder man kann natürlich nur einen Nagel mit dem Glitzer machen und die anderen nudefarbig, also wie man das möchte. Aber die zwei, die waren so im Set, die habe ich so bestellt. Dann habe ich hier noch einen Topcoat hier mit so einem süßen Bären drauf, also richtig goldig. Das ist ein Versiegelungsgel. Dann habe ich hier noch mein Nagelöl in Cherry, also in Kirsche. Das ist richtig gut und riecht richtig, richtig lecker nach Kirsche. Dann habe ich hier meine Transferfolien. Das ist jetzt zum Beispiel mit so Schnecken drauf, so süßen kleinen bunten Schnecken. Dann habe ich hier so wie so ein Tiger-Design, bunte Tiger. Dann habe ich hier so Katzen drauf, so verschiedene Katzen. Ihr seht es gerade, Moment. Hier. So eine Katze, die einen Hut auf hat. Also richtig, richtig süß. Genau, dann geht es weiter. Dann habe ich hier noch ein UV-Gel. Das ist auch von Ads Flow, von der gleichen Marke, wo ich diese meine Pfeilen her habe. Ads Flow, diese kommen ja auch aus Amerika. Und da unten steht es auch, Made in USA. Also dieses und dieses ist jetzt gerade klar, ein klares Gel. Da gibt es das auch in Pink und in Weiß. Ich habe mich für das Klare entschieden und das ist ein Modellage-Gel.
So, und dann geht's weiter. Hier habe ich natürlich noch verschiedene Farbgele drin. Die kann ich euch jetzt einzeln nicht alle zeigen, sonst wäre das Video zu lang. Ich kann ja vielleicht mal ein extra Video darüber machen und euch mal die Farben zeigen, welche Gelfarben ich so habe, welche UV-Gele ich so habe. Und hier seht ihr es mal, dann habe ich ja hier eben auch noch so Glitzer in Silber für die Nägel. Dann habe ich hier noch eins, ein Tender Pink. Das ist auch ein Modellagegel, das ein bisschen dicker ist. Und das ist ein Hard Jelly Gel. Das verläuft nicht. Ich hatte es noch nicht getestet. Wie gesagt, das hatte ich auch relativ neu bestellt. Ein Jelly Gel, das werde ich mal testen in der Farbe Tender Pink. Ich bin mal gespannt, wie das auf den Nägeln so ist, ob sich es gut verarbeiten lässt. Ich hatte es noch nicht getestet. Und dann habe ich hier noch ein bräunliches Gel. Genau, das ist so braun. Das andere ist auch so pinkfarbig. Dann da hinten natürlich auch, ihr seht es ja hinten auch noch Gele. Moment, die Kamera jetzt. Jetzt seht ihr es, da hinten sind meine verschiedenen Gele und so ist diese Schublade. Jetzt ist das da umgefallen, mache ich damit rein. Genau, und da wie gesagt das Glitter, hier ist die Schublade. Ich zeige es euch nochmal so, dass ihr das seht. Das ist das gewesen. Dann gehen wir zu der unteren Schublade. Ich ziehe die mal auf. Und da haben wir schon verschiedene Sachen drin. Und zwar, da ist mein Stamping-Lack drin. Dieser zum Beispiel ist jetzt von Katz. Da habe ich den in, ich habe einen in Schwarz, dann habe ich einen in Weiß. Und dann habe ich einen in so Grün-Gelb. Da, die Farbe, die war limitiert, eine Limited Edition. Und ich habe gedacht, jetzt probiere ich den einfach mal aus, wie der so rauskommt. Ich habe ihn noch nicht getestet. Ich habe noch nicht probiert zu stampen auf meine Nägeln, muss ich sagen, weil ich bin nicht geschult, muss ich sagen. Ich übe mich da so durch. Und auf jeden Fall habe ich da so ein Clear Jelly Stamper mir, gekauft, genau von Born Pretty. So sieht er aus. Und wie kann es anders sein? In Pink, Glanz. Der ist so herrlich, Leute. Schaut mal an, wie der aussieht. Und der Vorteil von diesem Stamper ist, dass man durchschauen kann. Also man sieht ganz genau, wenn ihr das seht, hier ist noch in der Folie verpackt. Wenn ihr das seht, wenn man dann stempelt, dass man genau sieht drunter, ihr seht es, wenn ich den Nagel so meinen Finger bewege, ihr seht ganz genau, wohin ihr stempelt. Der ist eben durchsichtig, ich habe ihn noch nicht getestet und ja, ich kann euch ja mal ein extra Video darüber machen, wenn ich mal stampe. Schreibt mir einfach in die Kommentare, ob ihr das sehen wollt. Ja, und die Farbe, die fand ich so toll, schaut mal. Dieses pinkfarbige da, also richtig toll. Dann geht's weiter, dann habe ich hier noch ja so verschiedene Watersticker habe ich hier noch. So Motiv Weihnachtsmotive drauf. Dann habe ich hier noch eine Nagelfolie mit so Lippen drauf, so schöne. Das ist eine Folie. Und da habe ich auch noch mal eine Nagelfolie mit so Kirschen drauf. Und hier auch Nail Art. Hier habe ich auch noch Folie. So Regenbogenfarben. Wenn ihr das seht, wie das glitzert, seht ihr das, wie herrlich das ist? Das sind so Regenbogenfarben. Also im Licht seht ihr es jetzt, wie es sich spiegelt. Moment, ich versuche es nochmal. Seht ihr das jetzt, was wie die Farben toll sind? Ja, also das ist auch so eine Folie. Dann, wie gesagt, dann habe ich hier noch mehr. Dann habe ich hier noch eine Schablone, eine Nagelmodellage-Schablone. Wenn man jetzt zum Beispiel keine Tipps nehmen möchte, kann man hier mit dieser Schablone arbeiten. Die finde ich ganz toll. Mit so Blümchen drauf. Also hier, wie gesagt, meine Nagelsticker. Hier meine Folie. Und natürlich zu der Folie habe ich natürlich auch hier noch, hatte ich euch gar nicht gezeigt, meinen Nagelfolienkleber. Weil den braucht man ja zur Folienverarbeitung. Das ist dieser da. Der ist jetzt weiß, aber wenn man den aufträgt, muss man den trocknen lassen. Und der trocknet dann transparent aus.
Und dann geht es mal weiter. Da hinten habe ich, wie ihr schon seht, ganz viele Nagel, so Kleber, Sticker. Hier so Schmetterlinge habe ich da. Ja, so Schmetterlinge zum Beispiel. Oder ich habe da hinten auch Blüten. Moment, kann man das sehen? Da hinten habe ich da noch so Blüten, hier verschiedene Muster, solche, so sieht es aus. Das waren die mit Schmetterlingen. Dann habe ich hier vorne, habe ich noch diese Schablonen da. Die habe ich verschiedene Größen oder verschiedene Smileys. Einmal habe ich da vom Smileyshop. Einmal die KD-Kombikarte, das ist diese hier, so sehen die aus. Und dann habe ich einmal vom Smileyshop die D-Kombikarte. Und da ist die Smileylinie noch stärker ausgeprägt bei dieser da, als bei dieser da. Und dann geht es auch weiter, dann habe ich noch mehr so Sticker, Nagelsticker, guckt mal. Das eine mit den Röschen, ja, und so weiter und so weiter. Ich kann euch die ja mal einzeln in einem Video zeigen. Wie gesagt, da sind ganz viele Sticker drin. Hier meine Smileline-Schablonen. Ja, und dann ist das jetzt wieder runter, umgefallen. Mal aufstellen. Genau, das war jetzt hier meine unterste Schublade, die ich so hatte für meine Nagelmodellage. Genau. So. Genau, und ihr seht ja, drei Schubladen, ganz normaler Schreibtisch umfunktioniert zu meinem Nagelmodellagetisch. Ja, und das war's auch schon. Ich habe euch mal alles gezeigt, denke ich, was ich so benutze. Und ja, meine Lieben, so sieht's nochmal aus. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Und ich sage dann mal bis bald und bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Ciao!